Hallo, hier ist Tamara von Kreatives aus der Dachstube. Willkommen zum letzten Halloween-Video für dieses Jahr. Zum Abschluss habe ich jetzt nochmal so ein kleines Projekt mit den Sargschachteln für euch. Und zwar habe ich da so einen kleinen Wackelzombie drinne versteckt mit so einem doppelten Boden. Und wenn ihr den rausmacht, dann könnt ihr unten drunter immer noch so ein paar Süßigkeiten reinstecken. Und wie ich diesen lustigen Kerl gemacht habe, das zeige ich dir heute. Zuerst mal brauchen wir die Leckereien-Schachteln in Sargform, ein Oberteil, ein Unterteil. Das Unterteil habe ich bereits schon mal vorgefalzt. Und damit wir hier für diesen Innenteil uns eine Schablone machen können, aber ich habe gesagt, ich habe mir da eine Schablone gemacht, damit ich das nicht immer wieder machen muss, diesen Schritt. Ich zeige euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich mir einfach so ein Stück Graupappe genommen. Das ist eine alte Cornflakes-Schachtel. Habe mir da das Unterteil draufgelegt, gut festgehalten und dann immer nacheinander eine Seite hochgeklappt und mit einem spitzen Bleistift schön entlang gefahren. So, muss nur gucken, dass ihr dabei nicht verrutscht, sondern dass ihr das schön festhaltet. Und dann einfach jede Seite einmal nachziehen. Oh, ich hoffe, ich bin gerade nicht verrutscht. So. Und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr hier schon mal schön die Sargform. Jetzt habe ich mir ein Metalllineal genommen und mein Cuttermesser. Und dazu mache ich mal gerade hier die Unterlage ein bisschen weg. Und meiner Glasmatte kann ich nämlich schneiden. Und schneide jetzt so, ich sag mal, 1,5 mm vor meiner Linie, damit das Stück ja ein bisschen kleiner ist als mein Sarg an sich und gut da reinpasst. Deswegen lasse ich so 1,5 mm Platz. Und schneid mir den Sarg jetzt einmal aus. Ach, ich habe natürlich hier nicht so, ist ja schon viel zu weit geschnitten, was geht. So. Das macht ihr jetzt einfach rundherum. So, und jetzt habt ihr hier so eine Schablone, die ihr immer wieder benutzen könnt. Daraus machen wir uns jetzt unseren Sargdeckel. Ich habe mich entschieden, diesmal den Innenteil in Kürbisgelb zu machen. Und ich lege mir jetzt noch die hoppla, Stempel- und Perforiermatte unter. Weil ich jetzt nämlich mit dem Falzstift einmal um diesen Sarg rumgehe. Weil ich möchte ihn ja ein bisschen erhöht haben. Also bringt es mir ja nichts, wenn ich jetzt genau um den Sarg rumschneide. Und deswegen lege ich mir den hier auf meinen Farbkarton, nehme mir dann so einen Falzstift und falze jetzt einmal drumherum. Lasst hier genug Abstand zum Rand, weil wir wollen ungefähr 2 cm danach noch um den Sarg rum haben. Ach so, vielleicht guckt ihr erstmal nochmal so als kleinen Tipp, wenn ihr das ausgeschnitten habt, dass ihr das hier nochmal in euren Sarg reinlegt. Das habe ich nämlich vergessen zu machen. Und guckt mal, ob der Sarg klein genug ist. Also wenn ich jetzt meine, das passt ganz genau. Ihr müsst jetzt nur bedenken, dass ihr ja jetzt die Falzlinie nochmal um den Sarg rum macht. Also vielleicht müsst ihr nochmal ein kleines Stück einkürzen. Wartet. Kam mir gerade so, das hätte ich mal vorher machen sollen, bevor ich angefangen habe. Kürze mir den doch noch mal, also wirklich so 1,5 mm wären schon ganz gut. Ich habe jetzt wirklich einen Ticken zu wenig gemacht. Ich mache mir noch mal schnell ein Stück ab, rundherum. Wir sehen uns gleich wieder. Wenn ich den jetzt hier reinlege, sehe ich, dass ich jetzt hier ein bisschen mehr Spielraum habe und dass ich dann den Sarg da super reinkriege. So, jetzt aber. Ich nehme die Stempel- und Perforiermatte, meinen Farbkarton in Kürbisgelb, lege mein Stück hier drauf, meine Schablone und fahre jetzt einmal mit dem Falzstift an den Kanten entlang.
Wenn ihr es habt, dann habt ihr jetzt hier eure Sargform. Und jetzt nehme ich mir ein Geodreieck und lege mir das hier an der 2-Zentimeter-Marke, ne, also nehme Halbzentimeter-Schritte, an der 2-Zentimeter-Marke an meiner Falzlinie an und zeichne mir jetzt die Sargform mit 2 Zentimetern einmal nach, weil unser Sarg, wenn wir zusammenkleben, ist ungefähr hoch 3,3 Zentimeter. Und wir wollen ja unten noch ein bisschen Platz haben, dass wir da auch wirklich noch, sag mal schnell, Bonbons oder irgendwas reinbekommen. Deswegen nehme ich jetzt hier 2 Zentimeter. Das kann ich jetzt mit der Schere ausschneiden. So, und jetzt schneide ich mir das hier an den Ecken nochmal so ein bisschen ein. Das heißt, also hier schneide ich nochmal gerade hoch hier das aus, damit ich die dann gleich auch umklappen kann, ohne dass die sich gegenseitig behindern. Also ganz leicht angeschrägt könnt ihr das ruhig machen. Hier oben an den Ecken schneide ich auch immer so kleine Dreiecke raus. Mal wieder mein Platz, weil ich glaube, das spiegelt sonst so die Glasmatte, die ich da unten drunter habe. Jetzt falze ich mir die Linien einmal mit dem Falzbein nach. Okay, und als nächstes klebe ich mir jetzt den Sarg zusammen. Ich mache das jetzt mal mit Abreißklebeband. Das geht jetzt fürs Video ein bisschen schneller. Ihr könnt das natürlich aber auch ganz mal mit Flüssigkleber machen, was ihr da lieber benutzt. Seht halt nur zu, wenn ihr das mit Abreißklebeband macht, dass ihr euch das relativ nah an die Falzlinien dran klebt, dass der Sarg dann auch schön schließt. So, das ist jetzt schon der Unterteil für unseren Sarg. Jetzt hoffen wir mal, dass wir gut gemessen haben, dass unser doppelter Boden hier gut reinpasst. Super. Perfekt. Okay, dann machen wir jetzt nichts unseren kleinen Springteufel. Ich habe mir hierfür schon mal aus dem Stempelset Boo to You den Zombie gestempelt, habe ihn mit den Blends koloriert. Ich habe genommen für die Haut grüner Apfel, für die Haare und das Hemd, das hier so ein bisschen angedeutet ist, schiefergrau, und hier schon mit den Blenderpen ein bisschen gearbeitet, und für die Hose habe ich Kürbisgelb genommen, passend zu meinem Farbkarton, zu einem doppelten Boden. So, damit er jetzt sich so ein bisschen hier lustig bewegt, habe ich mir 2 Streifen in Kürbisgelb ausgeschnitten. Die haben, also abgeschnitten, die haben die Maße von 1 Zentimeter. Und jetzt machen wir, was ihr vielleicht noch aus dem Kindergarten kennt, wir falten die so übereinander. Und dazu klebe ich mir die einmal hier unten zusammen am Ende. Lasse ich die jetzt einmal überlappen. Und dann hier so, ne, die, ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, oder? Dieses Flechten. Ihr setzt die jetzt so im 90-Grad-Winkel hier an den Enden aufeinander und klappt jetzt immer einfach nur das obere über das untere. Und das macht ihr, bis ihr die Höhe erreicht habt, die ihr gern für euren Wackelzombie haben möchtet. Einfach immer unten über das obere drüber und so weiter. So, wenn ihr am Ende angekommen seid, dann klebt ihr die oben wieder zusammen
Also ich mache jetzt auch einfach hier auf mein Stück ein Stück Abreißklebeband und klebe mir die jetzt hier am Ende auseinander. Also mein Stück ist jetzt am Ende ein bisschen mehr als ein Zentimeter groß. Und das kommt dann gleich hier an unser Wackelkerlchen hinten dran. Und dann können wir den hier reinsetzen und dann wackelt er so ein bisschen. So, dafür nehme ich mir jetzt den Tombow. So ein bisschen was Überstehende schneide ich mir noch ab, damit es nicht so groß ist, das Stück, was ich ihm dann in den Rücken setze. Und setze ihm das hier so auf. So aufsetzen, dass ihr das da natürlich die Klebestelle von vorne nicht seht. So, das lassen wir jetzt mal kurz ein bisschen anziehen. Zum Aufkleben nehme ich mir das Stück hier noch mal raus. Dann kann ich ein bisschen mehr Druck dann ausüben und guck jetzt mal, wie ich ihn hier hinsetze, damit er mir auch reinpasst. Damit die Schachtel dann auch noch zugeht, müssen wir halt gucken, dass er gut hier drin sitzt. Ich mir die Stelle vielleicht mal gerade von oben gucken. So passt, also mache ich mir jetzt hier mal so eine kleine Ecke, wo ich ihn mir hinsetze. Mache mir jetzt hier Flüssigkleber drauf und setze ihn hier drauf. So, jetzt ein bisschen drücken, dass er euch gut hält. Also wartet auch gut, bis der Kleber getrocknet ist. So, dann können wir den schon wieder hier reinsetzen. Und einmal kontrollieren, ob wir ihn nicht zu hoch gemacht haben, dass der Deckel auch noch schließt. So, in der Zeit, wo ich das ein bisschen trocknen lasse, klebe ich jetzt wahrscheinlich den Deckel zusammen. Nee, gar nicht wahr. Haha, wir machen das anders. Ich falze den Deckel erstmal. Ich wollte nämlich gerne diesmal ausprobieren, den Deckel mit dem Prägefolder Schnörkelgitter zu prägen. Und mal zu gucken, wie das dann aussieht. Also einmal alle Linien falzen, weil wenn ihr den geprägt habt und ihr geht dann mit dem Falzbein drüber, dann drücken wir uns ja die ganzen Schnörkel wieder platt. Das wäre ein bisschen schade. Also ich habe jetzt hier, wie gesagt, den Prägefolder Schnörkelgitter. Und da gucke ich jetzt, dass ich möchte ja, dass die Schnörkel nach oben rausstehen, also dass die erhabene Seite unten ist. Das heißt, ich lege den so ein, dass das Stampin' Up! Logo oben ist oder auf der Vorderseite ist. Gucke jetzt, dass ich ihn mir relativ gerade anlege, dass mein Muster auch dann relativ gerade ist. Ich denke, so ist es ganz gut. Jetzt drehe ich ihn einmal kurz durch den Big Shot. Da haben wir ihn. Und jetzt hat er wirklich so ein ganz tolles Schnörkelgitter. Ich hoffe, ihr seht das jetzt in der Kamera. Dann kann das erstmal an der Seite. Und ich möchte das jetzt noch so ein bisschen mehr rausholen, dieses Geschnörkel. Und deswegen nehme ich mir jetzt die Delicata Tinte in, was nehmen wir? Gold oder Silber? Ich glaube, ich nehme Silber. Zu dem Kürbis ein bisschen Silber. Und hole mir jetzt mein Fingerschwämmchen. Und ein bisschen ein Schmierpapier. Tupfe
anders. Und gehe jetzt einfach hier so mit Kreisen bewegen und relativ wenig Druck, weil ich das ja eigentlich nur auf den Schnörkel haben möchte und jetzt nicht unten auf den Flächen. Gehe ich jetzt mit ganz wenig Druck und so Kreisenbewegung einmal drüber. Ich meine, so ein bisschen was bekommen die Unterseiten natürlich trotzdem ab, aber nicht ganz so viel, als wenn ihr da jetzt richtig fest drauf drückt. Jetzt hat euer Sarg so einen richtig coolen Schimmer. Ich werde mir auch gleich, wenn ich schon am Inken bin, hier das Unterteil noch ein bisschen die Kanten mit dem Stempelkissen inken. Einfach, dass der auch gut zum Deckel passt und auch so ein bisschen, ja, sagen wir, metallisch aussieht. Ich finde diese Delicata Tinten echt super. Ich freue mich jetzt auch schon noch die Weihnachtszeit damit zu basteln. So, das reicht uns schon. Dann lass die mal weg. Kleinst sich auch ein bisschen. Gut, jetzt lassen wir das noch ein bisschen trocknen. Für diesen kleinen Spruch habe ich mir hier aus dem gleichen Stempelset wie der Zombie ist das Boutouillou gestempelt und habe das hier mit diesen Zierrahmen, Standsform-Zierrahmen, die auch aus dem Herbst-Winter-Katalog sind, ausgestanzt. Und das werde ich mir jetzt hier unten noch draufsetzen. Da nehme ich mir jetzt Dimensionals und da werde ich zwei übereinander setzen, damit das Ganze ein bisschen höher kommt. So. Ganz so da untergeht. Das setze ich mir jetzt hier noch rein. Und dann ist die Innenseite eigentlich auch schon fertig. Jetzt müssen wir uns nur noch um den Sargdeckel kümmern. Den klebe ich mir jetzt auch gerade einmal zusammen. So, jetzt haben wir unseren Sargdeckel. Er wird durch das Kriegen mit dem Schnörkelgitter ein ganz kleines bisschen weicher. So, dann haben wir das auch. Dann können wir das jetzt schon aufsetzen. Und ich hoffe, dass ich ihn jetzt nicht zu dick gemacht, also dass diese Feder sagen, nicht zu breit gemacht habe. Nee, hält gut. Sehr schön. Und jetzt bekommt unser Sarg von außen auch noch so ein bisschen Deko. Ich habe mir hier einfach mit der 1,5 Inch Kreisstanze ist es, glaube ich. Wartet, ich gucke noch mal. Ja, mit der 1,5 Inch Kreisstanze aus dem Designpapier einfach hier ein Motiv ausgestanzt. Dann habe ich mir mit den Zierrahmen hier auch wieder so in Kürbisgelb einen, sag mal schnell, so einen kleinen Rahmen ausgestanzt. Das werde ich jetzt hier gleich so ein bisschen übereinander setzen. Und ich werde mir aber noch so ein paar Blätter mit drunter setzen, damit das nicht so langweilig aussieht. Da nehme ich mir jetzt noch mal Karton in Schwarz und stanze mir hier noch mal, ich stanze mal zwei Stück auf, mal gucken. Da nehme ich jetzt auch noch mal ganz kurz mein Fingerschwämmchen, was ich da gerade eben für das Silber benutzt habe und guck mal, ob da ist ja noch so ein kleiner Rest drauf. Mir sozusagen mein Fingerschämmchen dann noch einmal kurz mit ab. So. Und dann kann ich das nämlich noch da so ein bisschen drunter setzen. Ja. Und dann habe ich hier unten drunter dann auch noch mal so ein bisschen von dem Spitzenband gesetzt. Hier dem. Da schneide ich mir jetzt einfach so eine Schlaufe ab. Mache mir hier so eine Schleife. Und klebe mir die jetzt einmal hier auf dem Deckel fest. Dann nehmen wir uns auch einfach ein Stück Abreißklebeband. Und wir fixieren das ja gleich dann nochmal mit dem Zierrahmen, den wir da draufsetzen.
So, einmal, ich weiß gar nicht, habe ich das ich auch mit deinem Engine aufgesetzt. Setzen wir uns erstmal das hier zusammen. Da machen wir auch einfach hier mal Streifen am Reißklebeband. Setzen uns die hier so drunter. Gerade gucken. Sieht man das Band fast gar nicht mehr. Vielleicht reicht sogar schon einer. Ne? Ich hätte das Band noch ein Stück weiter runtersetzen müssen. Da machen wir noch mal ein Stück weiter runter. Das ist zu hoch. Da sieht man es gar nicht. Mal gerade gucken. Da sitzt das Ding. Also kann ich das hier festmachen. Auf den Schnörkeln ist das jetzt ein bisschen schwieriger anzubringen. So. Nochmal von vorne. So. Band. Ja, ich glaube, mache ich doch beide. So geht's ja jetzt. Ja. Okay. Dann kommen hier Dimensionals drunter. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Die sollte ich natürlich nicht da hinsetzen, wie ich jetzt, wo die Zweige sitzen, sondern daneben. Ein bisschen cleverer dann. So. Das setzen wir jetzt hier schön mittig drauf. Und dann bekommt das hier auch nochmal Dimensionals. Das können wir jetzt eigentlich wieder, kann man auch dran lassen. Ne? So. Und den auch noch mal mittig aufsetzen. Super. Und damit ist unser Sarg fertig. Also, ich hoffe, die Idee gefällt euch. Damit endet meine Halloween-Reihe für dieses Jahr. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Hey, tschüss aus der Dachstube.